Überlieferte in Bukhari, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sinngemäß sagte, wer absichtlich über mich lügt, der soll seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Und subhanallah, haben wir es nötig, über unsere Religion zu lügen? Ich zeige euch mal, was mir geschickt wurde. Dies ist eine Lüge über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieses ist verboten zu verbreiten. Liebe Geschwister im Islam, dies ist verboten zu verbreiten. So wie auch diese Kettenbriefe, wo drin steht, schicke das innerhalb von 10 Minuten an so und so vielen Personen, dann wirst du sehen, was du von Allah bekommst. Das hat mit dem Islam gar nichts zu tun und wurde nirgendwo bestätigt in der Religion, dass wir sowas machen sollen. Also warum machen wir sowas? Wenn mir jemand etwas über die Religion sagt, dann frage ich ihn, kannst du mir bitte einen Beweis aus Koran und Sunna geben? Kannst du das? Ist das zu schwer verlangt, liebe Geschwister im Islam? Ich persönlich sehe es für mich als Pflicht, euch davon zu berichten, weil ich weiß, dass ich einige erreichen kann und jeder von uns kann jemanden erreichen, auch wenn es nur einer ist, auch wenn es nur einer ist. Und ich schwöre bei Allah, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde jedem Einzelnen mindestens 10 Euro geben, dass er dieses Video verbreitet, denn ganz ehrlich, vielleicht sind diese 10 Euro mein Eintritt ins Paradies. Aber leider habe ich keine 10 Euro. Tut mir echt leid, ich habe keine 10 Euro. Aber ich habe was Besseres. Teile das Video in WhatsApp-Gruppen, in WhatsApp-Kontakte, egal wo. Nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und möge Allah azza wa jal mit dir zufrieden sein. Und das erinnert mich an eine Geschichte von damals, vor 3 Jahren. Ungefähr, ich war so nachts unterwegs, circa 2 Uhr nachts. Da sah ich eine Frau, subhanallah. Eine alte Frau. Mit Kopf. Und ich dachte mir so, was macht sie da? Auf einmal sehe ich, sie holt Pfandflaschen raus. Und irgendwie hat sie so einen Lidl-Wagen und dann hat da irgendwie Pfandflaschen. Ich dachte mir, kann doch nicht dein Ernst sein. Eine alte Frau, Muslima, 2 Uhr nachts Pfandflaschen sammeln. Wo sind wir gelandet? Ich war richtig traurig. Und jetzt schon kommen mir die Tränen. Ich bin da hingegangen, ich hatte ein paar Euro. Dann habe ich 2 Euro rausgeholt, da habe ich ihr gesagt, bitte. Nimm das an. Und ich glaube, sie hat dann auch irgendwie geweint und sie hat Bittgebet für mich gemacht. Und sie hat mir gesagt, guck mal, da wohne ich. Du kannst mich besuchen, wann du willst und so weiter. Eine alte Frau und so, subhanallah. Und es hat mich richtig Herz ergriffen, dass ich mich immer noch nach 3 Jahren daran erinnern kann. Und dann bin ich irgendwie zum Bus gegangen und da war ein Dönerstand und ich wollte unbedingt jetzt einen leckeren Gemüse-Döner essen. Und dann dachte ich mir so, oh, schaffe ich das noch? Der Bus kommt gleich. Und dann habe ich gesagt, schnell, ich bestell mal schnell. Ich bin gegangen, Abi, ich möchte gerne Döner, etc. Dies, das. Auf einmal sehe ich, wie der Bus von ganz hinten kommt und ich gucke, wo ist mein Geld, so. Auf einmal der Bruder guckt mich dann so an und sagt, ist kein Problem. Abi, ist kein Problem, geht auf mich. Ich habe, inshallah, 2 Euro für Allah subhanahu wa ta'ala gespendet und sie hat einfach ein Bittgebet für mich gemacht. Plus dazu kommt, ich habe einen Döner spendiert bekommen. Besser geht's nicht, oder? So, teile das Video einzig und allein nur für Allah subhanahu wa ta'ala und nicht einmal, teile es tausendmal. Wir müssen alle erreichen, denn dieses wird jetzt sicherlich irgendwo verbreitet. So müssen wir einen Gegenzug starten und wir müssen dieses Video verbreiten, damit die Leute wissen, was richtig und was falsch ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden sein. Danke fürs Zuschauen, das war's jetzt vom Video und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.